Stube bei Kreativ-Reich, die Kekaplauderei. Und ich bin Kerstin. Ich möchte euch meine neuesten Figuren vorstellen aus Eierkartons und Upcycling-Materialien wie alte Kleidung, Äste, Bettwäsche, Tischdecken und. Und alles dann mit den Eierkartons gefährdet, wie zum Beispiel schon die Engelchen, die Wichte, Hasen, Rentiere, das Rentier mit der roten Nase auch und. Und heute sind die Krippenfiguren dran. Einfach simpel. Und nun geht's los. Und jetzt fangen wir mal an und wir gucken mal, was wir brauchen. Wir brauchen Eierkartons. Es muss nicht so ein großer sein, es kann ein ganz normaler sein. Eine gute Schere, ein Alleskleber oder ein Heißkleber. Dann Reststoffe. Ganz toll sind klein gemusterte Bettwäsche, Tischdecken, kleine Deckchen vielleicht, wo noch eine Spitze dran ist. Was auch ganz toll ist, ist alles, was glänzt, so ein bisschen, wie diese hier. Vielleicht hast du ein altes Negligé oder ein schönes Satin-Unterhemdchen. Solche Sachen können wir ganz toll verwenden. Spitzen vielleicht noch, Reste, Schmuckbänder, Wolle, irgendwas, was da ist an Rest für die Haare. Wenn es geht, irgendwie noch ein bisschen in Fellrest, geht aber auch Wolle. Oder ein bisschen Blüsch, wenn es gar nicht geht, was auch ganz tolles von einem alten Stofftier. Ein bisschen Plüsch abgezupft und dann hat man schon ein bisschen was an Bart. Das reicht vollkommen. Wie gesagt, gute Scheren, vielleicht mal ein Zapfen, ein paar Äste, also solche Sachen. Das geht ganz easy, geht ganz einfach. Wir machen die Grundfigur in zwei Arten. Entweder du machst sie sofort mit den Eierkartons. Die müssen erstmal ausgeschnitten werden. Alles, was hochsteht, sozusagen, kommt weg. Die anderen Sachen bleiben da. Also hochsteht in die Ränder, der Rand mittendrin, das muss natürlich Boden und die Zapfen sozusagen, die müssen stehen und der Rand wird rausgeschnitten. Den kann man auch vorsichtig rauszibbeln und dann nochmal in Ordnung schneiden. Deckel nie wegwerfen. Da kann man ein Podest mitmachen, wenn du das möchtest. Oder dann auf Holz, Brennholz, eine Rinde geht auch. Aber wie gesagt, Decke brauchen wir. Die Podeste sozusagen, die Deko-Podeste, wie jetzt zum Beispiel hier, habe ich mal ein extra Video gemacht fürs ganze Jahr. Die Podeste mit Naturmaterialien in Eis und Schnee und. Da kann man vielleicht auch noch mal reinschauen, wenn du möchtest. Jetzt nehme ich erstmal die Eierkartons auseinander. Wie gesagt, entweder direkt jetzt auf diese Vorlage von den vier Zapfen oder einzeln gemacht. Dann musst du dir bitte mal so einen rausschneiden. Ecken weg. Mit einer guten Küchenschere geht das wirklich prima. Wenn du fragst, was das hier ist, das ist meine Blechschere. Die nehme ich ganz toll, super gern auch für meine Kronen, die ich aus Konservendosen mache. Da hinten steht auch wieder eine und. Und die eignet sich hier super dazu, aber eine gute Küchenschere geht auch. Wie gesagt, erstmal auseinanderschneiden. Wir machen natürlich zwei, drei Figuren. Und vielleicht willst du ja mehr machen, die Engel noch dazu. Das sieht man dann. Jetzt erstmal die Grundfigur. So, wir brauchen eine Grundlage. Ich habe jetzt einen Vierer ausgeschnitten. Da müssen die Käppchen runter, aber nur bei den mittleren. So, dann kannst du die Figuren gleich gestalten, wenn du möchtest, oder einzeln und
stupst es einfach dann oben drauf. Dann kann man es immer umsetzen. Man kommt eher dran, also wie du das möchtest. Möchtest du höhere Figuren haben, kannst du auch gerne wirklich mal 2, 3 Eierkartons ineinander setzen und bekommst dann eine größere Figur. Ne? Ein bisschen schön zuschneiden. Die werden dann ineinander geklebt und dann kannst du es so draufsetzen und dann ist es höher. Das liegt bei dir. Können wir auch unterschiedlich machen. Vielleicht die Maria kleiner und Josef größer. Das entscheidet ihr dann. Arbeiten tue ich am liebsten auf Backpapier. Das kann ich immer wieder verwenden. Es klebt nichts an. Ich kann es abziehen. Es ist sauber. Es schadet meinem Tisch nichts. Ist eine tolle Bastelunterlage und wie gesagt immer wieder verwendbar. Holzkugeln fürs Köpfchen. Das wäre so das Einzigste. Man kann die aber auch selber drehen aus Papier. Dann nehme ich immer feuchten Küchenkrepp. Den rolle ich mir zum Ball zusammen, von der Größe, die du möchtest. Dann nehme ich ein bisschen Tapetenkleister, mache das drumherum und dann nehme ich einfach ein vergilbtes Blatt Papier und wickel das vorsichtig nochmal ein, lass trocknen, bohr ein Loch mittendurch oder klebt sie so auf und dann hat sich das auch, dann kann man die selber machen. Habe ich euch bei den Engeln schon gezeigt, bei den Engeln aus Buchseiten. So, ich habe jetzt einen alten Rock hier gehabt, das war so Leinenoptik, den brauchte ich nicht mehr. Ich klebe jetzt 2 Teile zusammen mal, damit es höher wird. So. Und dann verkleide ich mir das Ganze mit dem Stoff. Ich weiß nicht, hört ihr das Katzengestell? Das ist unser Balu, mein Balu, der will gern rein. Das kann unten ruhig ausgefranst sein oder extra ausfransen, das sieht richtig gut aus. Und dann wird erst der Grundkörper beklebt, ruhig, gern mal in ein paar Falten. Das sieht toll aus, wie gesagt, Fransen rausziehen und dann mache ich das erstmal hier, oben ein bisschen freilassen, weil es kommt noch ein Umhang drüber hin, aber wir wollen so ein bisschen Leben rein haben, also klebt ruhig ein paar Falten mit rein. Beim Josef nehme ich dann einen dunkleren Stoff und also Umhang und unten drunter jetzt auch erstmal das Gewand sozusagen. Nochmal als Tipp, am besten ist so eine Dachform, wenn man den Stoff zuschneidet und sich den in Falten dann anklebt und die Länge kann man dann immer noch abschneiden oder auch so nehmen. So, ich fange dann einmal an mit einer Seite, ziehe mir den Kleber durch, Heißkleber oder Flüssigkleber, egal. Und fixiere mir das so. Und dann lege ich mir das in Falten. Nochmal unten drunter Kleber. Ich gebe da gar nicht flächig Kleber an, sondern nur in Streifen. Und dann gestalte ich mir meinen Körper so naturgetreu, so natürlich wie möglich. So, jetzt kommt der erste Kopf drauf. Schön viel Kleber. Löcher nach oben. Bei der Maria bis hinten ein bisschen auslaufen lassen. Wie so eine kleine Schleppe. Kommt aber wie gesagt noch ein Umhang drüber hin. Fertig von Körpern. Jetzt mache ich bei ihr die Haare. Zum Beispiel, nimm einfach das Handy und wickel ganz oft
Garn, ein dünnes, ich nehme am liebsten Strumpfwolle drumherum. Und dann hat man die gleiche Länge, so 15, 20 Mal. Bei dickem Haar, wenn wir es dünner haben, weniger. Dann macht man es runter, nimmt sich ein Fädchen, bindet es einmal zusammen, dann schneidet man es auf. Schön gut festmachen, festknoten, entgegengesetzt, oben festgeknotet, unten aufgeschnitten. So, und dann klebt man es oben fest und die Länge kann man dann noch anpassen. Auch mit dem Heißkleber. Beim Josef nehme ich mir so 3-4 Finger und mache das gleiche, nur kürzere Haare. Bei den Haaren gebe ich wirklich eigentlich nur mittig so ein bisschen Kleber an und drücke sie dann drauf. Dann kann ich sie noch schön, nachdem der Umhang drauf ist, zurecht machen. Auch kann man jetzt vielleicht noch mal eine schöne Bordüre unten rumkleben. Das peppt das Ganze. Und jetzt ist die Möglichkeit dazu. Und immer den Anfang nach hinten dann, ne? Übereinander kleben. Vielleicht eine Spitze, was man hat, nimmt man so. Beim Josef, der bekommt noch ein Bart. Wie gesagt, vom Plüschtier so ein bisschen was genommen. Oder vielleicht bastelst du öfters und hast noch ein bisschen Fellreste da. Wir haben da schon viel mitgemacht. Das sind alles Reste oder von der Fließdecke, von der längeren. Und dann einfach den Bart abgeschnitten und dann noch hingeklebt. Das müssen wir jetzt alles machen. Du kannst ja noch Augen drauf machen. Das mache ich am liebsten mit dem Permanent Maker in Braun. Schwarz ist mir einfach zu heftig. Und wenn du Lidschatten hast, einen schönen Ton oder Rouge, kannst du noch kleine Bäckchen hintupfen mit dem Cookie, den du dann auch selber machen kannst. Ich nehme dann immer ein Streichholz, ein bisschen Watte drumherum vom Abschminkpad und tupfe da noch Bäckchen dran. Da gibt es auch für Gesichter malen und gestalten ein extra Video für die Sorgen und die Glückswürmchen, Engelchen, Schutzengeln, habe ich da mal extra eins gemacht. Wenn du ausgefallene Gesichter machen willst, findest du da bestimmt was ganz einfach gemacht.